Mit dem Baden-Duell starten wir in die neue Bundesliga-Saison. Und weil wir es vor Aufregung schon fast nicht mehr aushalten, ist es vielleicht besser, ein wenig stiller zu werden. Ja, okay, sorry. Angelo ist nicht zufällig unser Gast in dieser Woche, denn... Wer hat denn unser letztes Bundesliga-Tor gegen Freiburg geschossen? Ja, das war ich. Wer hat denn über 60% seiner Bundesliga-Tore für die TSG gegen Freiburg geschossen? Auch ich. Zwei, oder? Gut, das hätte man jetzt nicht unbedingt erwähnen müssen. Naja, egal. Wir finden es trotzdem. Super. Und zwei sind ja auch nur 6 weniger als 8. So viele hat nämlich unser Freiburg-Topscorer gemacht. Und das ist... André. Also ich denke mal, das müsste man wissen. So, jetzt aber mal was Schweres. Unser letzter Heimsieg gegen die Breisgauer liegt schon etwas zurück. Aber wie lange denn jetzt genau? Letzte 2 Jahre waren es nicht. Ich denke mal dann halt vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, vor 5 Jahren. Gut, reicht jetzt. 5 ist hart genug. Doppeltorschütze beim 3:1 damals, natürlich neben dem Goat, war Adam Salle. Diesen Namen hört ihr am Samstag vermutlich sogar 2-mal. Ich setze einen 5er auf unseren Ungarn. 2 Klugscheißer-Fakten haben wir noch. Am Samstag vor exakt 6 Jahren gab einer unserer Spieler sein Bundesliga-Debüt, und zwar... Dennis? Vor 6 Jahren. Respekt. Und last but not least... Pellegrino Matarazzo hat als Cheftrainer in der Bundesliga 6-mal gegen Freiburg gespielt. Wie viele Punkte hat er in diesen 6 Spielen geholt? Ja, okay, da muss ich ja jetzt was Positives sagen. Auch wenn ich es nicht weiß. Okay, dann sage ich 13 Punkte. Null. 0 Punkte? Okay, aber das schneiden wir raus. Nein, das lassen wir drin. Das brauche ich nämlich als Überleitung für die letzte Frage. Wieso startet die TSG am Wochenende mit einem Heimsieg gegen Freiburg in die Saison? Ja, damit der Coach auch mal einen Sieg hat gegen Freiburg und wir auch gut in die Saison starten, genau, und dann mit 3 Punkten losgehen kann. So ist es. Danke, Angelo.